Protokoll geben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 14, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 4589, nicht ohne Datenschutzbeauftragten. Deutschland braucht eine starke und unabhängige Kontrollinstanz für Datenschutz und Informationsfreiheit. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Fraktion Herrn Kollegen Herrmann das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe anwesende Kollegen, Kolleginnen und Kollegen. Ich bin dann schon mehrfach darauf hingewiesen worden, dass sich unser Antrag erledigt hätte, dass er nicht mehr aktuell ist. Und ja, seit heute Mittag hat er sich in einem Punkt erledigt. Habemus, Bundesdatenschutzbeauftragte, die Stelle der Bundesdatenschutzbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit ist wieder besetzt. Ich möchte das sehr gerne mit einer Pressemitteilung von Frau Sera Bühler von gestern zur Berufung des neuen Integrationsstaatssekretärs Klute kommentieren. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, habe mir aber erlaubt, die Namen und Funktionen in der Pressemitteilung auszutauschen. Als falsches Signal für das Gelingen des Datenschutzes bezeichnet der Sprecher für Privatsphäre und Datenschutz der Piratenfraktion die heutige Ernennung von Frau Vosshoff zur Bundesdatenschutzbeauftragten. Frau Vosshoff ist als CDU-Bundestagskandidatin gescheitert und muss anscheinend von ihrer Partei mit einem neuen Amt bedacht werden. Zu Fragen des Datenschutzes ist sie allerdings bisher nicht aufgefallen. Ihre Ernennung folgt parteitaktischen Motiven und bringt unser Land beim Datenschutz nicht voran. Soweit dieses Zitat. Nun gibt es immer wieder Menschen, die mit ihren Aufgaben wachsen. Da diese Personalie nun erst einmal entschieden ist, wollen wir Frau Vosshoff eine Chance bieten, ihr Mut wünschen und sind auf ihre ersten Initiativen gespannt. Eine öffentliche Anhörung mit dem Kronzeugen des größten Angriffs auf unsere Privatsphäre seit Menschengedenken, Edward Snowden, wäre zum Beispiel eine sinnvolle und dringend notwendige Maßnahme. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist jedoch gering, denn die Voraussetzungen, dass Frau Vosshoff frei und nur ihrem Amt und den damit verbundenen Aufgaben verpflichtet arbeiten kann, sind nicht gegeben. Die Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist mitsamt ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an das Bundesministerium des Innern angegliedert und untersteht dessen Dienstaufsicht. Sie werden uns vorhalten, dass wir Bundespolitik in den Landtag bringen, und ich sage ja, das tun wir. Denn ohne eine starke Opposition im Bund müssen wir in den Ländern noch sehr viel lauter unsere Kritik üben, vor allem bei Themen, mit einem Stellenwert wie diesem. Denn man muss sich ehrlich fragen, was wären die Schlüsse, die eine bemühte und ehrliche Regierung aus einem Überwachungsskandal ziehen würde, aus einem Überwachungsskandal, bei dem im unbekannten Ausmaß die privatesten Informationen von jedem von uns gesammelt und analysiert werden würden? Was wären die Schlüsse, die eine Regierung, die die Interessen ihrer Bürger achtet, aus einer zunehmend digitalen Gesellschaft ziehen müsste? Einer Gesellschaft, in der das Sammeln von persönlichen Daten und die Informationsverarbeitung ein zentraler Aspekt der Wirtschaft und der staatlichen Behörden zu sein scheint. Was wären die Schlüsse, die eine grundrechtsachtende Politik ziehen würde? Sie würde den Datenschutz stärken. Sie würde mit höchster Priorität Aufklärung betreiben. Sie würde Transparenz derjenigen herstellen, die sonst nur im Geheimen agieren. Sie würde das zentrale Kontrollorgan stärken, das die Einhaltung der Datenschutzgrundregeln überwacht. Aber genau das passiert eben nicht in Berlin. Und das scheint auch für die neue Regierung keine Priorität zu haben. Im Koalitionsvertrag steht dazu gar nichts. Dabei geht es hier um nichts Geringeres als das Recht auf Privatsphäre und Datenschutz, die informationelle Selbstbestimmung und letztlich um unsere freiheitliche und demokratische Grundordnung. Das ist heute so dringend wie niemals zuvor. Das Amt des Bundesdatenschutzbeauftragten muss gestärkt werden. Ein starkes Amt setzt die völlige Unabhängigkeit von der Politik voraus. Wir brauchen Unabhängigkeit, das heißt die vollständige Personalhoheit sowie die ausreichende finanzielle und personelle Ausstattung. In Nordrhein-Westfalen wurde hier ein guter Ansatz geschaffen, indem der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
organisatorisch unabhängig und haushaltstechnisch dem Landtag angegliedert ist. Lieber Herr Bolte, lieber Herr Stotko, in der letzten Sitzung des Innenausschusses haben Sie beide noch stolz erwähnt, dass Sie wohl vor 2 Jahren die richtige Entscheidung getroffen haben für einen unabhängigen Datenschutz in NRW. Dieses NRW-Modell kann als Basis für eine Novellierung der Regelung für den Bundesdatenschutzbeauftragten fungieren. Wir fordern Sie auf, die Landesregierung zu beauftragen, sich für eine Reform einzusetzen und über den Bundesrat eine Initiative dazu zu starten. Zeigen Sie, dass Ihnen Datenschutz und Informationsfreiheit und damit auch ein großer Teil unserer Bürgerrechte auch im Bund wertvoll sind. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Stotko. Herr Präsident, ich ein bisschen Zuneigung brauche ich jetzt. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, gezählt sind deine letzten Tage, du Jahr 2013. Drum nutze ich meine Chance jetzt gerade, bevor wir in die Pause gehen, uns zu erinnern, was so war im zurückliegenden Jahr. U3 haben wir gut geschafft, trotz zahlreicher Bedenken, dank finanzieller Landeskraft und kommunalem Lenken. Den Nichtrauchern halfen wir auch, jetzt gibt's bei uns ganz wenig Rauch. Qualm und Feuer, Klage und Verfassung, dicke Luft bei der Tarifanpassung. Die Steuerehrlichen macht er froh, der Robin Hood, der Novabo. An den Kragen geht's dem Schmutz mit dem Gesetz zum Klimaschutz. Geburtstag feiern die SPD und Willy Brandt, aber auch das Parlament in unserem Land. Tomburo wurde Chef beim WDR, bei der FDP hat's Lindner schwer. Dann gab es noch die große Wahl, für manche Hoffnung, andere Qual. Die Folgen sehen wir alle jetzt, die GroKo ist nun aufgesetzt. In NRW, da merkt Herr man Kollege, schon... Herr Kollege, ich unterbreche ungern Ihre poetischen Ergüsse. Die Geschäftsordnung zwingt mich, aber Sie zu bitten, zur Sache auch zu... Sie kommen dazu. Ja, jetzt. Natürlich, kein Problem. In NRW, da merkt man schon, eine erste Folge der Koalition mit Engelshilfe Laumann geht. Für Laschet ist es nicht zu spät. Zu Weihnachten die Zeit der Träume, retten wir die Weihnachtsbäume. Vom Christkind werden wir geschätzt für unser Landesforstgesetz. Opel Bergbau, Soli Inklusion, Rocker Einbruch, Blitzmarathon. Viele Themen werden uns bleiben. Das wird ein wirklich buntes Treiben. Zum Jahresende Datenschutz. Piraten hauen auf den Putz. Viele empören sich dieser Tage. Die NSA, was für eine Plage. Sammeln Daten ohne Ende, speichern Mails, die ich versende, lauschen allem, jedem Telefon, selbst die Merkel hören sie schon. Doch mancher, der sich jetzt beklagt, stellt freiwillig und ungefragt persönlich zahlreich Daten in das Netz und schreit nach Datenschutzgesetz. Google, Twitter, Facebook-Kult, ich kann nur sagen, selber schuld. Doch nun zum Antrag der Piraten, da muss man gar nicht lange warten. Der Chef vom Datenschutz im Bund sei unbesetzt, ist Antragsgrund. Piratenantrag viel zu spät, weil Schaar jetzt für die Voskuhl geht. Der zweite Grund, so kann man lesen, sei Lob fürs NRW-Regierungswesen. In NRW sei alles richtig, der Lepper sei uns super wichtig. Warum das Thema im Bund sein muss, bleibt ungeklärt. Was für ein Stuss. Warum den Antrag nicht in Berlin gestellt? Ach, geht ja nicht, keine Piratenwelt. Drum stimmen wir hier jetzt klar mit Nein und werden hier dagegen sein. Wir wünschen dem gesamten Parlament einen besinnlichen 4. Advent. Eine schöne Weihnachtszeit hinzu. Bis 2014 gebe ich Ruhe. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege. Herr Kollege, halt. Herr Stotko, komm. Herr Präsident, ich danke für Ihr Verständnis. Gerne. Es gibt den...
Herr Kollege Herrmann wollte Ihnen eine Frage stellen. Die würde ich, aber nur zulassen Wenn unter der Voraussetzung, dass sie in Versform formuliert wird. Und Herr Stotko natürlich auch dichterisch antwortet. Herr Kollege Herrmann, wollen Sie unter diesen Umständen Ihre Frage zurückziehen? Das ist der Fall. Tut mir leid. So, als nächster Redner hat für die CDU-Fraktion Herr Abgeordneter Golland das Wort. Bitte, Herr Kollege. Also er ist völlig frei in seinem Vortrag, meine Damen und Herren. Bitte ich zu respektieren. Bitte, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde jetzt bestimmt nicht den Fehler machen, den Andrea Nahles mal im Bundestag begangen hat. Und ich verstehe ja, dass Sie alle nach Hause wollen, aber Sie wollen ja nicht in den nächsten 10 Sekunden gehen. Deswegen verzichte ich auf das Singen. Aber ich muss schon sagen, Respekt, Herr Stotko, ein wirklich drolliger Parlamentspoet. Das haben wir hier noch nicht erlebt. Auch das hat aber einen Reim, ganz spontan, so soll er sein. Herr Stotko, auch inhaltlich Respekt, man hätte es kaum besser ausdrücken können. Ich kann es jetzt nicht so schnell reimen wie Sie, aber man muss schon sagen, im Kern haben Sie völlig recht, mal wieder, und das habe ich ja eben auch schon gesagt, mal wieder darf sich dieses Parlament mit einem Antrag aufhalten lassen, der hier wirklich nicht hingehört. Es ist ein Thema auf Bundesebene und da ist es auch gelöst worden. Der bisherige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar war bis vorgestern im Amt. Die Piraten haben befürchtet, der Datenschutz in Deutschland bricht zusammen, weil heute, also mit eintägiger Vakanz, eine neue herausragende und hervorragende Nachfolgerin gefunden worden ist, Andrea Vosshoff, die Datenschutz nicht nur einseitig betrachtet, sondern auch zweiseitig, auch Daten können missbraucht werden von Kriminellen. Deswegen hat sie sich auch positiv zur Vorratsdatenspeicherung geäußert. Und da werden wir ja in der Großen Koalition in Berlin mit unserem Koalitionspartner endlich europäisches Recht umsetzen. Das freut mich. Das wird die Piraten vielleicht nicht so freuen. Ich weiß gar nicht, was sie zu verbergen haben. Ich dachte, sie machen sowieso alles öffentlich. Ich habe aber schon mal gehört, dass Ihre Fraktionssitzungen doch fast so amüsant sind wie der Vortrag von Herrn Stotko. Vielleicht sollte ich mir die wirklich mal angucken. Ich würde mir nur wünschen, wenn Sie so transparent sind, machen Sie es doch bitte auch bei Ihren Personaldiskussionen. Das ist wirklich was für die Weihnachtszeit und fürs Neujahr, worüber man sich ein bisschen amüsieren kann. Der Antrag der Piraten hat sich also mal wieder erledigt. Sie haben es selber erkannt. Und ich möchte Sie nur bitten, doch zukünftig sich aus Bundesangelegenheiten ein Stück weit rauszuhalten und sich vielmehr mit den Belangen in Nordrhein-Westfalen zu beschäftigen. Da haben Sie eine Menge zu tun. Da können Sie zeigen, was Sie können oder auch nicht. Vielleicht wird dann auch ein Stück weit Ihr Bedeutungsverlust aufgehalten. Ich wünsche jedenfalls den hier verbliebenen Abgeordneten eine ruhige, besinnliche und friedliche Weihnachtszeit, einen guten Start ins neue Jahr. Alles Gute und wir freuen uns auf weitere erfrischende parlamentarische Debatten und werden natürlich diesen Antrag der Piraten geschlossen ablehnen. Alles Gute, Glück auf, herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Bolte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Tipps, die mir jetzt mit auf den Weg gegeben wurden, war entweder in Versform oder möglichst kurz. Ich kriege beides nicht hin, glaube ich. Also, was der Kollege Golland eben gebracht hat, das war ja mal wieder das Übliche, was wir immer von der CDU hören, wenn es um Datenschutz geht. Eigentlich ist die Welt ja wunderbar und alles ist in Ordnung. Und es ist das Gleiche, was Sie uns letzte Woche im Innenausschuss erzählt haben. Da sagten Sie, anständige Menschen haben überhaupt kein Problem damit, überwacht zu werden. Das ist abwegig, das ist auch Datenschutzlogik von vorvorgestern. Und ich finde, das ist auch Zeug, was wir immer wieder von Ihnen hören, was aber völlig an der Sache und auch an der Logik des 21. Jahrhunderts vorbeigeht. Wenn wir uns anschauen, der Anlass für den Antrag der Piratenfraktion ist ja ein durchaus ernsthafter, auch wenn ich das Gedicht von Thomas Stotko natürlich, wie auch vor 2 Jahren schon beim letzten Weihnachtsgedicht, sehr unterhaltsam fand, dann ist der Anlass doch ein sehr ernsthafter. Wir hatten 10 Jahre lang einen großartigen Datenschützer als Bundesbeauftragten, einen Kämpfer für Informationsfreiheit und informationelle Selbstbestimmung,
Peter Schaar ist in den letzten Tagen viel gelobt worden in verschiedensten Medienveröffentlichungen. Und das völlig zu Recht, denn Peter Schaar ist mit großer Verbindlichkeit für die Sache des Datenschutzes und der informationellen Selbstbestimmung eingetreten. Er hat sich auch nicht gescheut, sich mit dem Innenminister anzulegen, insbesondere in der NSA-Affäre haben wir das immer wieder erlebt, dass der Innenminister, damals noch Herr Friedrich, stets nach dem Motto, Verfahren ist nichts hören, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Und da hat Peter Schaar als Bundesbeauftragter sehr intensiv interveniert. Herr Schaar hat zu seinem Abschied aus dem Amt geschrieben, was ich sehr schön und sehr zitierenswert fand. Ich habe bereits lange vor meinem Ausscheiden aus dem Amt hingewiesen, dass ich den Datenschutz und die Informationsfreiheit für zu wichtig halte, um ihn den amtlichen Datenschützern zu überlassen. Heute gilt mehr denn je, Grundrechte fallen nicht vom Himmel und sie werden nicht von der gnädigen Herrschaft gewährt. Sie müssen erkämpft und verteidigt werden. Dabei kommt der Zivilgesellschaft entscheidende Bedeutung zu. Zitat Ende. Ich glaube, das zeigt sehr gut, was wir in den letzten 10 Jahren erleben durften von unserem Bundesdatenschutzbeauftragten. Ein Kämpfer, einer, der einsteht, aber auch einer, der das richtige Augenmaß hat, um die Chancen und die Herausforderungen des digitalen Zeitalters richtig zu erkennen. Der glücklicherweise scheidende Innenminister Friedrich wollte den Posten nach Peter Schaars Abschied zunächst nicht neu besetzen. Und auch wenn es nur 2 Tage waren, Herr Gollein, Sie haben das vorhin in Ihrer Rede so abgetan, das waren ja nur 2 Tage, in denen es keinen obersten Datenschützer gab, dann ist das ein mindestens doch hochproblematischer Vorgang. Das Ganze war wohl ein Abschiedsgruß eines Innenministers, der immer wieder gezeigt hat, wie unwichtig ihm der Datenschutz ist. Nicht nur seine Verweigerungshaltung im NSA-Skandal, sondern auch diese obskure Unterordnung eines seltsamen entwickelten Supergrundrechtssicherheit, Unterordnung aller Freiheitsrechte unter dieses Supergrundrecht. Das hat das doch illustriert. Friedrichs Begeisterung für Überwachung kannte keine Grenzen und ich bin mal gespannt, vielleicht nimmt er das ja mit ins Agrarministerium. Das ist an einigen Stellen dort sicherlich besser aufgehoben. 2 Tage ohne Datenschützer liegen jetzt hinter uns. Wir bekommen jetzt eine oberste Datenschützerin, bei der nur noch Datenschutz draufsteht, aber nichts mehr drin ist. Und das muss man der CDU, das muss man der Großen Koalition im Bund ein Stück weit auch zum Vorwurf machen. Wie die CDU mit dieser Personalie verfahren ist, das hat gezeigt, für sie war Datenschutz immer nur schmückendes Beiwerk. Das wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern. So viel zu diesem Thema. Zum zweiten Punkt, Frage Unabhängigkeit. Ja, Herr Kollege Herrmann, ich habe es gesagt, das Gesetz, was wir damals gemacht haben zur Stärkung der Unabhängigkeit des LDI, es war ein richtiges, es war ein gutes Gesetz. Ich glaube aber auch, dass wir auch auf der Bundesebene durchaus Bedarf haben, die Stärkung des Bundesdatenschutzbeauftragten, die Unabhängigkeit zu stärken. Ich sage aber auch, dass ich das Instrument der Bundesratsinitiative tatsächlich für ungeeignet halte an dieser Stelle, sondern ich glaube, was Peter Schaar durch fachliche Kompetenz, durch Begeisterung und durch Einstehen für Datenschutz und Informationsfreiheit wettgemacht hat, das wird die zukünftige Datenschutzbeauftragte nicht schaffen. Da werden wir auch auf der Bundesebene eine starke Opposition erleben. Da gehört das Thema nämlich hin und da werden wir uns dieses Themas annehmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Dr. Orth das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe eben etwas überlegt, wie man auf die Darbietungen hier reagieren soll. Ich kann nur sagen, mir ist das Thema Datenschutz eigentlich ein ernstes Thema. Es eignet sich nicht für Niedlichkeiten und Ähnliches, meine Damen und Herren, und es zeigt so ein bisschen das Verständnis, das hier im Hause herrscht. Mir ist es schon sehr wichtig. Und insofern, lieber Kollege Stotko, ich hätte gerne von Ihnen gewusst, warum Sie zum Beispiel letzte Woche nicht gegen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung hier gestimmt haben.
Lieber Kollege Bolte, ich hätte auch gerne von Ihnen gewusst, warum Sie sich letzte Woche so verhalten haben. Heute haben Sie wieder das Prinzip angewendet, dass Sie bei jedem innenpolitischen Antrag hier runterreiten. Sie reden und reden und reden in der Sache für den Antrag und am Ende verhalten Sie sich anders. Sie predigen Wasser und trinken Wein, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen, das werden die Wähler auf Dauer merken, dass sie bei Ihnen einfach nur heiße Luft bekommen. Und insofern ist diese Debatte heute wieder mal ein Beleg dafür, dass von den Grünen aber auch 0,0 an Datenschutz zu erwarten ist, meine Damen und Herren. Wir finden den Antrag der Piraten im Kern gut. Wir haben im Detail ein paar Themen, nämlich wir wollen nicht, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte auch beim Verfassungsschutz mit an der Tür sitzt. Da gibt es ein paar Themen, die Sie da drin haben, die gehen uns ein bisschen zu weit. Aber im Kern haben die Piraten recht und deswegen werden wir heute uns dem Antrag enthalten. Und ich hätte mir von denen gewünscht, die Bürgerrechte ernst nehmen wollen, nicht immer nur zu predigen, sondern auch mal Taten folgen zu lassen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Jäger das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alles ist gesagt. Deshalb, die Landesregierung sieht das so. Die Worte des Abgeordneten Stotko machen froh. Schöne Weihnachten. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe deshalb die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Die Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrags in Drucksache 19/4589. Ich darf fragen, wer diesem Antrag zustimmen möchte. Den darf ich um das Handzeichen bitten. Das ist die Fraktion der Piraten. Danke sehr. Wer stimmt gegen diesen Antrag? Das sind die Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die FDP-Fraktion. Vielen Dank. Damit ist der Antrag, Drucksache 19/4589, abgelehnt.